Der Blick gewesen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt ich habe vor 2 Jahren mal gesprochen von einer drohenden Verelendung. Und da bin ich viel angegriffen worden dafür, weil man sagt, wie kannst du da mit solchen Begrifflichkeiten arbeiten? Aber das ist doch letztendlich hochgerechnet das Ziel, was in irgendeiner Form im Raum steht und welches jetzt es zu verhindern gilt. Es ist ja verhinderbar, indem die Menschen endlich erkennen, wo sind eigentlich die Ursachen und wo sind die Wirkungen. Und diese Wirkungen liegen sowohl auf der Einwandererseite als auch bei den Menschen, bei denen eingewandert wird. Aber die Ursache, die wird letztendlich aus Berlin verkündet und sitzt eben halt noch ein paar Etagen oben drüber. Ja, und Herr Paul schreibt auch, dass ihm bewusst sei, dass dieser Gastbeitrag Einzelnen nicht gefallen wird und darum gehe es ihm auch gar nicht, sondern es geht um eine realistische Analyse der Situation vor Ort. Ich sehe, sagt er, dass wir auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zusteuern, der Kipppunkt der Akzeptanz und der Solidarität. Und ist auch in Sorge und sagt, die Stimmung darf auch nicht durch Scharfmacher von rechts oder Weichspüler von links vergiftet werden, sondern die Mitte der Gesellschaft sei gefordert, dies mit aller Kraft zu verhindern. Wörtlich, die Menschen, die hier leben und die Menschen, die herkommen, um Wohnraum und Arbeit zu finden, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Andreas, das ist sehr richtig, was er sagt, aber in die Praxis umgesetzt, wie sollen das jetzt aussehen? Naja, die Sache ist schon, er bringt es ja auf den Punkt. Er sagt zum Beispiel, dass sein Gastbeitrag Einzelnen nicht gefallen wird, während wir eine Regierung haben, wo ein Herr Habeck neulich sagt, es ist mir völlig egal, ob die Leute mich mögen oder nicht, ist mir wurscht, oder wie auch immer die Politik Nee, nee, aussieht. nee, 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 das war dieser Fake-Zusammenschnitt. Das hat er nicht gesagt auf die Frage, ob die Leute ihn mögen. Das müssen wir zurücknehmen. Gut, nehme ich was anderes. Ein Mann, der gesagt hat zu seinem eigenen Land, sowas wie Vaterlandsliebe kotzt mich an und ich kann mit dem Begriff Deutschland nichts anfangen. Also wir können beliebig auch andere Dinge nehmen, auch wenn er das zufällig jetzt nicht gesagt hat. Aber auch eine Frau Baerbock, die ganz klar gesagt hat, ist mir völlig egal, was meine Wähler von mir denken. Das ist ja diese Verhöhnung und diese Verachtung ihrer eigenen Wähler sogar. Ist interessant. Da machen Leute ein Kreuzchen. Ich habe gerade gesehen, irgendwo gab es im Fernsehen welche sind die beliebtesten Politiker? Ja, und da war die schlechteste Frau Weigel und dann kam Frau Wagenknecht und dann ging das hoch bis zum vorletzten Guten, das war dann Herr Habeck, das war der zweitbeliebteste und die beliebteste war wirklich Frau Baerbock. Das war eigentlich eine spiegelverkehrte Richtung, also eine spiegelverkehrte Aneinanderreihung von Politikern, quasi von kompetent zu inkompetent. Und die Kompetentesten wurden als dumm bezeichnet und als unbeliebt bezeichnet. Und die Inkompetentesten, die wirklich nachgewiesen haben, keine Ahnung zu haben, die stehen dann auf der Beliebtheitsskala ganz eins. Ich bezweifle, dass das wirklich der Wahrheit entspricht, aber wundern wird es mich mittlerweile auch nicht. Aber das ist die Ursache, um Dinge zu verändern, um deine Frage zu beantworten. Also, das war das ZDF. Die haben das gebracht, dieses Ranking, Andreas. Unfassbar. Und da wirst du doch nicht Zweifel haben. Ich bitte dich mal, Zweifel am Ach Wahrheitsgehalt. so, das war das ZDF. Ja gut, dann nehme ich das zurück. Nein, das ZDF berichtet natürlich immer sauber und objektiv. Das stimmt. Genau, das ist bei uns übrigens eingestellt worden Unfassbar. mit dem Kommentar heute schon gelacht. Ja, und bei 0%, der ist also geblieben, wo er war, das ist der Herr Lauterbach gewesen, der gleichermaßen gleichmäßig beliebt war und offenbar bleibt. Also er liegt in der Mitte der beliebtesten Politiker. Das muss man einfach mal so sehen. Herr Ja, Lauterbach. und das ist Deutschland, jedenfalls wenn das ZDF sozusagen das hier beschreibt. Andreas, ganz kurz zum Abschluss dieses Artikels, der bemerkenswert mutig ist. Die Welt traut sich mal wieder, wie immer mal öfter, dass sie kritisch hinschauen. Er sagt jetzt, dieser Friedrich Paul, dieser Fraktionsvorsitzende der CDU, er sagt, enorm weiterhelfen würde auch, wenn die Bundesregierung keine weiteren Fluchtanreize setzen und bestehende reduzieren würde. All dies trüge dazu bei, dass sich kurz- bis mittelfristig die Belastungslage vor Ort entspannt. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich dem Bürgergeld, Andreas. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten titeln: Wirtschaftsmacht Deutschland verabschiedet sich.
Und die berichten also in diesem Zusammenhang über das neue sogenannte Bürgergeld, das ja ab 1. Januar 2023, also in einem Monat, eingeführt werden soll. Also Hartz IV wird abgeschafft, das Bürgergeld wird eingeführt. Damit so heißt es hier, soll der Druck auf die Arbeitnehmer beseitigt werden, einen Job anzunehmen. Und man spricht dabei über den Fokus einer weiteren Ausbildung, anstatt arbeiten zu gehen. Jetzt fragt man sich, kann sich der Staat das leisten, zumal auch weitere Migranten laut Friedrich Merz, dem CDU-Politiker, jetzt gerade zusätzlich massenweise angelockt werden, die ja dann ebenfalls dieses Bürgergeld bekommen werden. Ja, also für mich ist das eine ganz klare sozialistische Ausrichtung auf nationaler Ebene, die hier deutlich wird. Und Sozialismus und National ist immer eine ganz kritische Kombination aus meiner Sicht. Und davor warne ich auch immer wieder. Und dieser Trend zeigt sich ja auch in allen Bereichen. Und wenn es um diese kuriosen Armbindendiskussionen geht, die bei der WM wirklich als ernstes Thema gehandelt wird, da geht es gar nicht um die Sache, sondern um die Armbinde an sich, als hätten wir nicht historisch schon bittere Erfahrungen machen müssen, was Armbinden angeht. Aber okay, ich frage mich, wo die Sensibilität bleibt. Kommen wir aber zurück zu dem Signal der Ampel durch das Bürgergeld, welches signalisiert eindeutig, man muss nicht unbedingt Leistungen in Form einer Arbeit bringen, um gut leben zu können. Die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll, wird aber nicht gestellt. Die eigentliche Botschaft beschreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten mit den Worten paradiesische Zustände in Deutschland. Dann erinnert man sich zu Recht an die Kohl-Regierung, viele erinnern sich noch, in den 1980ern und 1990er Jahren, als man ebenfalls den Wohlstand von der Arbeit immer mehr abkoppelte und Deutschland über Sozialgeschenke ja, zum kranken Mann Europas macht. Es ist interessant, dass erst Bundeskanzler Gerhard Schröder, das möchte ich auch mal ganz klar sagen, nach 1998 diesen Wildwuchs des Sozialstaats erst beseitigt hatte, bevor es überhaupt Konkurs ging. Ja, aber nun will ja die rot-grüne Regierung dieses sogenannte Bürgergeld einführen. Dein Lieblingskanzler, Herr Scholz, wird nicht müde zu betonen, dass das Land die finanzielle Kraft für das Bürgergeld hätte. Also ich meine, die haben ja sowieso Geld wie Heu. Das ist wie ein Hahn, der nie mehr geschlossen wird. Er lässt aber weg, der gute Herr Scholz, dass es ohne die damaligen schmerzlichen Schröder-Reformen diese Kraft gar nicht gegeben hätte. Und die Grünen sind auch zufrieden, dass ihre Regierungsbeteiligung in der Ära Schröder nicht so präsent gewesen ist. Jetzt ist man offenbar ganz froh, Teil der aktuellen, ja, gabenverteilenden Regierung zu sein. Ja, die Grünen sind regelrecht selbstzufrieden sogar und freuen sich jetzt so, dass das sind die klassischen Werteverteiler, Werte, die andere erarbeitet haben. Aber das ist oft so bei linken Strukturen. Die FDP allerdings, die fabuliert sogar davon, dass das individuelle Ziel der Bürger sein muss, sich aus der Abhängigkeit von Sozialleistungen zu befreien. Und die Deutung dieses Satzes, die würde ich doch gerne mal klar hinterfragen. Es geht also hier irgendwie um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber ohne es zu erklären. Das finde ich sehr wichtig hier. Im Plan B haben wir von der Wissensmanufaktur das damals getan. Uns ging es bei der Wissensmanufaktur genau um die Transparenz dieses Themas, die ich aktuell allerdings komplett vernebelt sehe, wenn ich die Politikeraussagen verfolge, die wir momentan hören. Wenn wir ermitteln, dass die innovativen Entwicklungen der Wirtschaft, hatten wir gerade gehabt, in der zweiten und dritten industriellen Revolution, also auf die Leistung der arbeitenden Menschen und später auch Maschinen zurückgehen, das sind ja die Grundlagen der Entwicklung, Menschen und Maschinen, dann kann man durchaus hinterfragen, warum vor allem die aktuellen Shareholder, also die Aktionäre und Spekulanten an der Börse quasi die gesamten Früchte dieses weit zurückliegenden technischen Fortschritts allein erfahren. Also kurz zusammengefasst, Menschen und Maschinen erschaffen den Fortschritt. Denken wir zum Beispiel an die 1920er Jahre, als das Fließband entwickelt wurde. Aber nur eine kleine Clique von Kapitalhaltern ernten die Früchte aus dieser Zeit, wobei die heutigen Nutznießer selbst genauso wenig Anteil an den damaligen Fortschritt hatten wie die heutigen Arbeitslosen. Und das wird in diesem kleinen Satz alles rein zu interpretieren sein, was die FDP